Erasmus Plus war nie ein wirklicher konfliktärer Verhandlungspunkt. Horizon Europe war es, das Forschungsrahmenprogramm, aber Erasmus Plus nie. Das war ein Selbstläufer. Und die einzelnen Mitgliedstaaten haben sich damals eher übertroffen in der Forderung, noch mehr Geld für Erasmus Plus. Herausgekommen ist dann für eine siebenjährige Jahresperiode rund 28 Milliarden Euro. Das ist im Wesentlichen eine Verdoppelung zur letzten Programmperiode. Österreich wird aus diesem Budgettopf voraussichtlich 683 Millionen, also auch eine ganz gewaltige Summe, lukrieren. Der konkrete Verteilungsschlüssel ergibt sich aus der Bevölkerungszahl, den spezifischen Lebenshaltungskosten. Teure Länder bekommen mehr, aus der Performance der letzten Programmperiode, und gibt auch einen Verteilungsfaktor, der interessant ist. Je peripherer ein Land irgendwo liegt in Europa, desto mehr bekommt dieses Land, weil klarerweise für die Distanzüberwindung mehr notwendig ist. 83% des Budgets werden in den Bildungssektor fließen. Ich hoffe, meine Kollegen von der Regierung sind mir jetzt nicht böse, dass der Bildungssektor hier so dominant ist. 10% in den Jugendbereich und rund 2% in den Sport. Und wenn Sie das zusammenzählen, dann ergibt sich etwas, was dann noch für Verwaltung und Managementkosten übrig bleibt. Österreich hat in der letzten Programmperiode rund 120.000, meist junge Menschen, aus Österreich über Erasmus einen Aufenthalt in andere europäische Staaten vermittelt. 55.000 davon waren Studierende, 35.000 Schüler und Schülerinnen und ungefähr 6.000 Lehrlinge. Wir haben vor, diese Mobilität zu verdoppeln. Erasmus soll sich quantitativ, aber auch qualitativ weiterentwickeln mit 4 Prioritäten. Erstens, Erasmus soll inklusiver werden. Das bedeutet offen auch für berufstätige Studierende, offen auch für Schüler und Schülerinnen und besonders offen auch für Lehrlinge. Schulen haben ein vereinfachtes Verfahren, am Erasmus-Programm teilzunehmen. Sie lassen sich einmal akkreditieren, weil sie auch eine Teilrechtsfähigkeit bekommen haben und können dann sehr viel leichter ihre Projekte, ihre Budgetanträge abwickeln. Wir sind der festen Überzeugung, dass Erasmus kein Elitenprojekt sein soll oder werden darf, sondern weiterhin, wenn man so will, in die großen Anteile der jungen Menschen erreichen soll. Das Programm wird internationaler, das heißt, es gibt einen wachsenden Topf an Erasmus-Mitteln, die man auch für eine sogenannte Drittstaatsmobilität verwenden kann. Drittstaatsmobilität heißt in dem Zusammenhang Mobilität außerhalb von EU-Europa, also Mobilitäten in den asiatischen Raum, in die USA und dergleichen mehr. Das soll wachsen. Finde ich auch eine sehr, sehr gute Idee, dass es nicht so eine zu starke eurozentristische Tendenz gibt bei Erasmus, sondern man auch in die Welt hineinblickt. Das Programm soll auch grüner werden, Herr Vizekanzler. Es gibt einen besonderen Belohnungsfaktor, wer nicht das Flugzeug verwendet, sondern mit dem Zug reist. Und das Programm soll auch digitaler werden. Es gibt eine eigene Erasmus-App, deren Prozess ich noch als Funktionär der Universität Wien damals in der European University Foundation miterlebt habe. Die App soll jeden Studierenden gleichsam über SMS beispielsweise zeigen, dein Learning Agreement ist bearbeitet, du kannst den nächsten Schritt des Prozesses gehen oder du bekommst wertvolle Informationen über dein künftiges Zielland. Erasmus ist Mobilitätsförderung, aber mehr als das. Es gibt im Rahmen von Erasmus auch spezifische Projekte, die finanziert werden. Ein ganz wesentliches Projekt ist das Projekt European University Alliance, europäische Universitäten, wo Universitäten sich zusammenschließen können, vielleicht gemeinsame Studiengänge lancieren und dafür auch extra Förderung bekommen. European Universities ist für mich, aber auch für die Community insgesamt ein ganz wichtiges Anliegen. Erasmus Plus
hat sich also quantitativ und qualitativ weiterentwickelt, aber die eigentliche Grundidee bleibt die gleiche. Junge Menschen sollen aus ihren Heimatländern in andere europäische oder auch außereuropäische Staaten fahren können, dort eine Zeit lang verbringen, Europa, wenn man so will, selbst erfahren und damit auch so etwas wie eine europäische Identität ermitteln. Ich bin der festen Überzeugung, dass Erasmus effizienter und wahrscheinlich günstiger ist als jede PR-Initiative zur Stärkung eines europäischen Bewusstseins. Dahingehend hat Erasmus auch meine volle Unterstützung und ich werde auch meine Institutionen bitten, Erasmus und die Möglichkeiten von Erasmus auszunutzen.